Moin Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Channel GammaCalls. Ja, mir ist das letzte Mal ein kleiner Fehler passiert, ich habe nämlich richtig gespeichert und deswegen kommt jetzt eine Cutscene. Relativ random jetzt für euch, weil sie haben nämlich genug Glycerium gesammelt, dass das Radar wieder funktioniert. Mit dieser Cutscene steigen wir jetzt direkt ein. Also da nicht wundern, dass jetzt auf einmal die Cutscene ist, das nur als Erklärung. Wieso es nicht direkt dort weitergeht, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Sorry, ich mir jetzt in dem Fall einfach dieser kleine Fehler mal passiert. So, und jetzt haben wir ein bisschen Suchradius vergrößert. Das ist eine gute Sache. Wenn wir das Radar, das Sephard wiederherstellen und unseren Suchradius vergrößern wollen, brauchen wir dazu mehr Glycerium. Bitte finde es für uns. Also jetzt müssen wir noch mehr davon suchen quasi. Damit sollten wir unsere Reichweite vergrößern und entfernt der SOS-Signal empfangen können. Versuchen wir es. Sagen wir doch mal. Fast fertig. Aha, wir empfangen mehrere SOS-Signale. Hoffentlich hilft uns dies dabei, unsere vermissten Kollegen Captain Olimar zu finden. Markiere das Gebiet, aus dem Signale kommen, Colin. Okay. So, genau, wir haben ein bisschen was gesammelt und sind von 30 auf 31% hoch. Uhuhu. Genau, es müssen wir ein bisschen tagelang beenden, weil ich mit dem Speisern irgendwie an der Stelle sonst nicht ging. Und ich hatte dann auch andere Games noch, die ich gesockt habe, wie Splatoon zum Beispiel und so weiter. Deswegen war das Ganze jetzt ein bisschen suboptimal. So, das aber nur soweit dazu. Nun zurück zum nächsten Tag. Und wir machen, würde ich sagen, gleich da weiter, wo wir dann, ja, wieder an der Höhle rauskommen, wo wir die wir jetzt mal gefunden haben und erkundigen wir, das ist der Plan für heute. So, wir haben jetzt auch ein neues Gebiet, was wir erreichen können. Du hast das Radar vergrößert, wurde nämlich erblühender Park. Aber wir bleiben zuerst noch bei sonnigen Anhöhen. Das ist das, wo wir jetzt da drin sind. Weil wir, wie gesagt, noch ein bisschen was zu erkunden haben. Los geht's. So, hier sind wir nun vor der neuen Höhle, die wir jetzt auch so mal betreten. Nämlich Folgefabrik. Boah, das sieht ja ganz schön, kritisch aus. Okay, so wird's empfohlen. So machen Master muss gut auf meine gelben Pikmin aufpassen, denn viele. Oh, nicht mehr. Sollten die sterben, haben wir leider gar keine gelben mehr. Das wäre sehr schlecht. Also, umso besser. Passen wir also auf die gelben Pikmin und hoffen einfach, dass das Ganze gut ausgeht. Wie gesagt, wenn nicht, wäre es ein bisschen sehr ärgerlich. Alles bekommen wir hin. Da bin ich doch mal sehr, sehr zuversichtlich. So, jetzt sind wir hier auch so directly gelandet und ich bin ja mal gespannt, was uns hier erwarten wird. So. Gut, nehmen wir auf einmal die gelben und lassen die mal dran trinken. Das ist ganz wichtig. Lassen wir auch mal die anderen trinken hier und auf jeden Fall auch noch beim anderen. So, jetzt wird es mal interessant, weil ja, dann haben wir dann müssen mal so einen Zaun, wo dann die gelben Pigment brauchen werden später. Und hier geht es mal noch nicht weiter. So. Das Ding würde ich ganz gern gleich so mal einfach wegbringen. Gut, dann bringen das Pass mal weg. Der Rest kommt gerne wieder zu mir. Perfekt. Wird nur noch die 50 wegbringen und dann. Ich glaube, eins ist. Ne, eins bringt. Gut, Sachsen ist ja gestorben. Aber nein, das andere bringt Diamant zurück. Zum Glück ist er nicht gestorben. So, und falls euch das nicht aufgefallen ist, liebe Leute, ich habe jetzt nämlich ein. Gut, die gelben können wir hier auf die andere Seite werfen. Aber es bringt mir das. Da ist halt, glaube ich, mal noch nichts. Ich habe jetzt wieder einen funktionierenden Greenscreen. Das finde ich sehr super. So, warte, machen wir so ein bisschen umschauen. Ich glaube, wir gehen mal lieber zuerst hier lang. Achso, kann ich die anders eigentlich wieder mitnehmen? Ich glaube, so ein. Ah, shit, da dachte gerade, wir kommen hier nicht mehr hoch. Glück gehabt, komm mal, ist doch. Ja, mein Greenscreen funktioniert wieder. Es ist einfach wilder mit Greenscreen, wie ich es finde. Deswegen habe ich es wieder eingeblendet. Ja, hat ein bisschen Arbeit gekostet, aber jetzt habe ich es wieder ein. Funktionieren, das ist doch mal die Hauptsache.
So, alle 40 von 40, was will man denn mehr? Ich wechsle immer XP und Fight, obwohl ich eigentlich springen will und andersherum. So, boah, die Dinger sind immer mega gruselig. Wenigstens ver... Oh mein Gott. Yes. Richtig und wichtig. Mehr gelbe Pikmin, oh mein Gott. So. Hier haben wir auch noch was, um was wir 5 Leute hinzicken können. Mal 6. Dann geht's schneller. Die können nämlich mal das Ding durch die Gegend tragen. Da mal wieder ein paar, hier haben wir auch noch was. Jawohl, hier geht's ja ganz schön ab, die mal hier hinhauen können. Perfekt. Gut, der Rest kommt mal wieder hierher. So, jetzt müssen wir mal wieder sehr vorsichtig sein. Und vor allem aus dem Feuer rausgehen, das ist das Krasseste, was wir da dementsprechend einfach gelernt haben. Gut, du bist jetzt platt, bevor wir überhaupt ein Feuer machen könnten. Das ist sehr gut. So. Ah, ich darf nicht mal eine gelben Pikmin versießen. Ich muss erst aufpassen, ey. So. Und wir haben noch mehr gelbe Pikmin gefunden. Yes. Das ist doch mal was. Ich glaube, die werden wir später auch alle brauchen, dass das alles. So. Hier gibt es einiges an Stoffen. Da werden wir sicherlich auch leider Gottes ein gelben raussenden müssen. Ja, erstmal nicht looten, das ist supi. Ey! Nicht hier uns angreifen, das geht ja mal gar nicht. So. Erstmal machen wir das Ding runter. Dann holen wir auf einmal ein paar Pikmin wieder, bevor wir irgendwas weiterführendes machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Jawohl, wir haben einiges an Rohmaterial gefunden, einiges mehr an Pikmin, was immer mehr. Ich hoffe halt nur nicht, dass wir irgendwelche von Pikmin dann irgendwie rennen noch verlieren. Das wäre nämlich sehr schade. Aber ich befürchte, passt, weil gesenkt ist ja eigentlich nie was, bekanntlicherweise. So. Ja, eine Pikmin-Art kann man hochwerfen, okay. So, wir gehen mal schön weg. So, kommen wir hier schon hoch? Nö. Ich will hier nur noch keine Pikmin hochwerfen, weil ich da einfach erst ein bisschen abwarten will, so was da noch kommt an bösen Zeugs. Gut, da ist schon mal an und für sich ein Aufgang, der mir allerdings dann jetzt noch nicht viel nutzt. Eigentlich noch gar nichts. Also müssen wir erstmal schauen. Da ist halt einer, der ist doch mit dem Zaun davor. Auch dies nützt mir derzeit noch nicht sonderlich viel. Heißt, dann müssen wir es gleich auch nochmal schauen. So. Willst du doch aber ganz gerne einfach nochmal hier hin. Schauen wir hier mal so noch. Aber hier ist mal gar nichts drin. Hätte sein können, dass da auch irgendwas Wichtiges drin ist oder hier, aber das ist gar nichts mehr. So, ist jetzt tatsächlich mal relativ interessant. Hört ihr das auch? Ich höre das, weil ich weiß nie, woher das kommt. Das irritiert mich. Das sind doch nicht meine Pikmin, oder? Die da auf einmal so ein Geräusch machen. Immer noch mal, kann ich so ein Ding hier hochwerfen? Okay, kann ich auch so eins hier hochwerfen? Tatsache.
Nein, nicht meinen Pikmin verbrennen. Danke schön. So, der ganze Geist kommt bitte mal wieder her. Ich meine, eigentlich nicht alle, aber Wurst. Ich ein paar ganz gern haben wohl. Ah, jetzt weiß ich es auch, wozu wir nämlich tatsächlich die, weil hier braucht man nämlich tatsächlich die anderen Pikmin. Die anderen denke ich mal nicht so, dass, ach so, die machen so hier runter. Dann wäre es eigentlich auch Wurst gewesen. So. Ist ja trotzdem ein bisschen die Frage, wie es hier eigentlich konkret dass weitergeht in dieser Höhle. Da bin ich ein bisschen, ratlos, weil obviously hier, aber irgendwie. Das ist wirklich sehr strange. Wenn ich jetzt mal absteige. Ich hab was zum Beispiel. So, wenn ich die normalen werfe, ne? Ja, das ist nicht gut. Aber die anderen, wenn ich die werfe, die passen hier nämlich sehr wohl durch. Ach stimmt, die können die ja kaputt machen. Da war ja was. Stimmt ja. Habe ich die ganz vergessen gerade. Das ist aber auch tatsächlich für oben dann ganz interessant, ne? Wenn ich jetzt drüber nachdenke. Die können die ja kaputt machen. So, nein. Zwei nehmen so diese Dinger hier. Der Rest kann dann gerne zu mir aufspringen. So war es eigentlich gedacht. Gut, ihr kommt mal wieder her, ihr beiden. Perfekt. So, und wir sehen es weiter, liebe Leute. Das sehen wir im nächsten Part von Let's Play Pikmin 4. Bis dann, danke fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao!